Assassin's Creed, wir befinden uns hier wunderbar im Animus und ich würde sagen, wir werden die Erinnerung einfach mal fortsetzen. Mal schauen, was das uns so bringt. Na klar, einen wunderschönen Ladebildschirm. Das kennen wir aber ja. Wenn informierten Wache beobachtet werden, sollten sie untertauchen. Ich weiß. Auch das kleinste Vergehen würde seine Aufmerksamkeit erregen. Das interessiert mich gerade nicht, weil das weiß ich schon, aber alles klar. Und jetzt erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Das dauert ja auch wieder. Ich habe schon lange kein Assassin's Creed mehr aufgenommen, damit muss ich euch jetzt einfach mal wieder ärgern. Ich weiß, das ist sehr eintönig, aber was will man machen? Es war schon ziemlich gut. Und ich glaube, wir müssen Informationen sammeln. Ich glaube sogar, ich nege da richtig. Dann gehen wir mal Informationen sammeln. Ich habe keinen Bock mit dem zu quatschen, der saugt mir wieder so viel Zeit. So, das machen wir lieber später. Habe ich einen sauren Hals gerade. Gut. Wenn wir das Attentat machen, dann quatschen wir auch mit dem. Das ist nur Zeitverschwendung, wenn man davor mit ihm quatscht. Der sagt einem halt gar nichts eigentlich. Also, ja. Nichts Besonderes zumindest. Ich weiß, ich schmatze immer in meinen Videos, aber geh, du Bauer, das habe ich mir halt so angewöhnt. Peace, Bruder. Ungläubiger, hier wirst du sterben. Ich hab dich. Ja, mal schauen, wer hier stirbt. Gute Nacht, Kollege. Ich glaube, der hat sich da ein bisschen überschätzt. Bestimmt wusste er bloß nicht, dass wir Altair der Große sind. Aber gut, jetzt weiß er es ja. Ah gut, wir haben es überlegt. Ich dachte schon, wir würden jetzt sterben. Was macht der denn da? Alles klar. Let's go. Einmal hier hoch. Der flieht doch. Gut, jetzt. Wie kommen wir am besten hier hoch? Einfach mal so. Glaube ich zumindest. Zack, zack, zack. So. Ach, da ist unser Aussichtsturm. Wir sind auf dem falschen Haus. Kein Problem, das lösen wir ganz assassinisch. Cooles Wort, ne? Assassinisch. Oh mein Gott. Dafür sollte ich euch. Das Wort habe ich so auch noch nicht gehört. Um ehrlich zu sein. Ach, das erinnert mich an was. Oder nee, ich Doch, das ist. Oder war das in Assassin's Creed 2? Ich bin mir nicht sicher. Ach nee, das war in Assassin's Creed 2. Wie seltsam. Ich spoiler mal nicht, weil eventuell will ich das auch noch let's playen, also. Ja. So, klettern wir mal ganz schön weit hoch. Ich will eigentlich die komplette Assassin's Creed-Reihe let's playen. Das Problem ist, dass die jetzt schon ziemlich lang ist. Ich meine, im November kommt schon wieder ein neuer Assassin's Creed-Teil und ich bin jetzt immer noch beim ersten. Gut, eventuell werde ich den jetzt auch in den Ferien fertig aufnehmen, aber ich bin mir da nicht sicher. Aber, naja. Also, wird schon geil, der neue Assassin's Creed-Teil, lohne ich mir auf jeden Fall. Ich hatte bis jetzt jeden Assassin's Creed-Teil, ich finde die Reihe so episch, richtig geile Spiele. Besonders Assassin's Creed 2 und Brotherhood bis jetzt. Aber ich glaube, Revelations toppt nochmal alles. Wenn man sich jetzt auf die Gameplay-Trailer und so verlässt, also ich habe die ja alle geguckt als totaler Assassin's Creed-Fanatiker. Ja, die sind richtig geil. Kann ich nur empfehlen. Also den Gameplay-Trailer und allgemein alle Trailer von Revelations sind gut. Würde sich mal lohnen, die anzuschauen, ganz ehrlich. Also, ja. Müsst ihr einfach mal ein bisschen YouTuben, dann findet ihr schon was. So, dann klettern wir mal hier hoch. Ist ja nicht so weit. Komm. So. Zack. Ja gut, 53 Meter, Schritte, Einheiten, wie auch immer. Ich frage mich, was das in Assassin's Creed ist. Ganz ehrlich, sind das Meter? Was bringt ihn dazu, das zu tun? Oder, wie hieß es, Yards?
also diese englische Einheit, die man immer in GTA hört. In 200 yards, turn right. Oder so. Also, ja. Auf Dopto GTA habe ich gerade mal durchgespielt. Richtig cool. Also, was heißt gerade mal? Ich hatte es schon lange angefangen, aber hat es ausgeliehen. Hat es jetzt wieder aus. Hab's mir jetzt gekauft. Nicht ich, hab's wieder ausgeliehen. Und hab's dann halt zu Ende gespielt. Und jetzt, bevor die ersten kommen, wofür hast du dich entschieden? Drache oder Deal? Ich hab die Drache genommen. Also, die, die GTA 4 gespielt haben, wissen, was ich meine. So. Jetzt müssen wir mal wieder. Oh, der Turm sieht aber groß aus. Groß und dick. Zweideutigkeit, FTW. Ich sag jetzt lieber nichts mehr mit groß und dick. Alter, ihr ist ja auch ein großer Mann, aber ist nicht dick. Kann man auch so verstehen. So, klettern wir mal weiter hoch. Ja, ja, klettern war mal was in Assassin's Creed 1. Das ging so lahmarschig. Es ist euch nicht erlaubt, hier zu sein. Ach, halt die Fresse. Alter, wieso kriege ich das nicht mehr hin, die zu töten, ohne? Ach, ey. Komm her. Ein geiler Konter. Fail. Jetzt nochmal. Bam. Yeah. Coole Synchronisation. Schön beim Abstechen, wie es sein soll. Echter Geschmack und Zero Zucker, so wie es sein soll. So. Echter Let's Player und Zero Skill, so wie es sein soll. Wo kommen wir jetzt? Ach, hier. Dann können wir direkt mal ein bisschen Taschendiebstahlen gehen. Also, ich erfinde heute tolle neue Wörter. Seht ihr das nicht auch so? Die Spuder. Oh fuck, ich glaube, da mussten wir sogar hin. Oh shit. Oh shit. Wir suchen uns einfach mal wieder einen Weg da rein. Dann können wir ein bisschen Taschendiebstahl. Okay, hier ist unser Taschendiebstahl drin. Ne? Nehme ich mal an. Ja gut, ich weiß wo. Wir müssen nur noch mal schnell entkommen. Och, ey, geht mir nicht auf den Sack, Leute. Ich hab gedacht, was Besseres zu tun, als für euch abzubauen. Ach, kommt her. Oh, Mann. Ich hab verstanden, er hat gesagt, passt ihn. Oder der hat gesagt, fasst ihn. Interessant. Spasti. Das wäre mal was. Idioten. Ja. Ja, ich entkomme. Spring rein. So. Hast du fein gemacht, kleiner Ezio, alter ihr. So. Ich habe Besseres zu tun. Sehe ich auch so. Zum Beispiel sterben. Oh, wacht, neben ihm war noch ein Kollege. Wo ist der jetzt hin? Wie geil. Wann wird er mit dem Unsinn aufhören? Da unten ist unser... Hallo, Taschendiebstahl-Deal. Alles klar, ich hab dich gefunden. Belauschen wir die Gut, mal erstmal. Gut, dass ihr gekommen seid. Es ist mir eine Ehre. Was benötigt ihr? Der Brief, den ich euch gab, muss in Salah al-Dins Lager gebracht werden. Sucht nach dem, den sie Hisham nennen. Er wird euch helfen. Aber erzählt keinem anderen davon. Niemand wird es erfahren. Dann ist unser Gespräch beendet. So, dann holen wir uns mal den Brief. Oh, meine Nase juckt. Unfassbar. Moment, Leute. Ach, so, jetzt geht's wieder. Hoffentlich habe ich mein Headset entmutet. Ja. Lass mich in Ruhe. Scheiße, wie? Ich kenne... Ach, alles klar. Ich bete mal eine Runde vor mich hin. Und jetzt gib mir einen Brief, du Kollege. So. Peace.
holen wir uns mal da unten noch ein paar Infos, wenn es da was zu informieren gibt, wenn uns irgendwer informieren will. Zwei bis einmal müssen wir ja noch was holen für dieses Attentat. Ja. Sollte doch nicht so schwierig sein. Ihr seid ja nicht erwünscht. Dies ist ja auch nicht erwünscht. Also hör auf zu reden, Kollege. Doch, doch, hier wird es einen Informanten geben, glaube ich. Ist das Wasser da unten? Ich denke mal nicht, aber gut. Sicher ist sicherer als unsicher. Alles klar. Ich habe mich gerade selber nicht verstanden, aber er wird es schon getan haben. Doch, doch, hier wird was abgehen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nein, nicht so abgehen. Für die ganzen Perverslinge. Das meine ich nicht so. Alles klar, mich interessiert. Oh mein Gott. Ich bin so dämlich. Fucking shit. Ich würde mal gerne wissen, wie ich da hochkomme. Stoßen Sie Soldaten von Dächern und in Marktstände. Sag mir, wie ich da hochkomme, du alte Olle. Ach so, Leute, eventuell werde ich offscreen. Also wenn ich nicht aufnehme, mal Flaggen sammeln, Leuten helfen und der ganze Schrott eben. Ganz einfach, damit wir schneller durch sind, dann. Ja gut, das mache ich eh nicht, aber ja, sind wir halt schneller durch. Wenn ihr wollt, kann ich die Informationen auch auf Screen sammeln, aber gut, das gehört zum Spiel, das würde ich dann eher lassen. Das würde ich dann mit aufnehmen, eigentlich. Aber gut, sowas wie, was habe ich gerade gesagt? Flaggen sammeln, Aussichtstürme, etc. pp. Das würde ich alles offscreen machen. Also nicht alles, sondern immer, wenn mir langweilig ist, ein bisschen davon. Ganz einfach, damit wir zum Beispiel, wenn wir ein Attentat in Schwupp haben, damit wir die Informationen von Blub nicht mehr holen müssen. Also, nein. Damit wir halt nicht mehr auf die Aussichtstürme klettern müssen, um zu wissen, wo sich Blub befindet. Ja. Hoffentlich ist das jetzt verständlich. Naja. So synchronisieren wir mal wieder. Aber diese Sicht ist echt gut gelungen. Ganz ehrlich, die ist gut. Die ist richtig schweiß. Okay, was haben wir denn da? Wir sollen jemanden abdolchen. Dann gehen wir mal jemanden abdolchen. Tolle Wörter, oder? Und die habe ich noch nicht mal von anderen Netzplayern geklaut, da bin ich ganz ehrlich. Kann sein, dass ein anderer Netzplayer schon benutzt hat, diese ganzen Wörtchen, die ich hier benutze, aber die sind doch... Oder? Ja, ich habe ihn abgedreucht. So. Das musste einfach mal sein, weil ich es in dieser Aufnahme noch nicht geschafft habe, auch nur eine Person abzudolchen. Und jetzt bin ich so blöd. Ich bin so blöd. Alter, wieso überlebt er das davor, aber jetzt nicht mehr? Naja, was will man machen? Erstmal abwarten, bis es wieder geladen hat. Oh mein Gott, jetzt sind wir schon wieder hier oben. Naja, Vorsicht geht vor. Oder Sicherheit. Einfach mal abhängen.